Moin Moin, Seven Days to Die, herzlich willkommen zurück. Wir biegen mit dem Moped mal eine Runde. Ich biege mal hier ab und einmal links und rechts. Und ich habe immer noch mein gebrochenes Bein. Daran erkennt man mich wieder. Ich weiß gar nicht, warum es so sein muss, immer wieder aufs Gleiche. Mal hinten links. Da hinten ist... ich sehe gerade, da ist noch so eine... Hier wollte ich doch nochmal rein. Da wollte ich nochmal Kuckuck sagen. Will ich euch mal Hallöchen, Popöchen machen hier? Und dann gucke ich mal damit rein. Ich habe extra die Pistole mitgenommen. Wir gucken mal. Ich habe gesehen, natürlich kann ich keinen Splint bauen, weil ich habe natürlich alle meine 51 Wasser eingekocht. Und für den Splint brauche ich Glue. Oh, Duct Tape, sehr gut. Splint, da ist er. Siehst du? Ach, gut. Sehr gut. Also, für den Splint brauche ich Glue. Den kann ich mir ja kochen. Das geht. Nur mein Problem ist, dass ich natürlich ein Multiwater dafür brauche. Wir brauchen Multiwater für den Glue. Sonst wird es nichts. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier nochmal ein paar Sachen finden. Au, na toll. Fällt mir das Ding auf den Kopf. Muss natürlich so sein. Gucken wir mal hier drüben, was ist denn das? Auch Holz eigentlich nur, gell? So, gucken wir mal hier ein bisschen rein. In die Baracken. Moin. Ob einer drin ist? Bestimmt. Ist die Frage, ob er Ferry ist. Warte mal, hier will ich erstmal nachladen. Weil wir haben auch das Bedürfnis, ein bisschen zu looten. Scavenging nochmal ein bisschen prügeln. Und mir fehlen noch ein, zwei Rezepte, glaube ich. Was zum Pain. Okay. Bisschen Dirt. Ein Splint. Die wissen schon, was die von mir wollen. Hier, die Jungs von dem Spiel. Noch eine Ranch. Ich habe vorhin diese zweite Ranch habe ich in der Werkbank aneinander geklöppelt, die wir gestern gefunden haben. Um einfach... Oh, jetzt, guck mal, jetzt wird schon voll. Nerdy Glass. Ach komm, weg damit. Den ganzen Kram, den ich nicht brauche, der kommt weg. Football Helm ist 200 wert. Rocket Launcher Schematik. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und die Bondage, die kommt auch gleich mit. Den nehme ich mal mit. Ne, der ist 26 wert, 52. Das kann ich scrappen, das ist egal. So, sehr gut. Ob ich mir sicherheitshalber gleich einen zweiten Splint reinpfeife? Oder lieber nicht? Nee, eigentlich nicht. Ich könnte die Betten noch auseinanderbauen. Da gäbe es nochmal auf jeden Fall ein bisschen... schön. Schöne Munition. Die Hunting habe ich nur drüben in meiner Kiste. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch drin ist. Und danach in das große Gebäude. Kann man, glaube ich, hintenrum rein. Ich will auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen extra Wood mitnehmen. Schuhe. Haben wir schon. Und solange die noch schlafen hier. Das kennen wir, glaube ich, auch schon. Schöne Boots. Die nehme ich auch mit. Bei den Büchern muss ich mal gucken, ob wir die noch gut verkaufen können. Müssen wir noch einen Händler mal finden, der uns die abnimmt. Aber dass hier so schöne Schematics drin sind. Sehr, sehr gut. Da ist irgendwo eine dicke Rita, glaube ich. Das ist gut. Das gibt guten Loot hier. Und da bin ich ganz froh drum, dass wir heute hierher gekommen sind. Ein bisschen Munition kann man noch gebrauchen für die Hunting. Jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal.
Das kennen wir schon. Das hier auch. Das müssen wir mal klein machen. Und den kleinen Hoodie, der kann weg. 4 Kohle. Wunderbar. Toll. So, der Rest ist eigentlich ganz gut aufgehoben hier. Gucken wir da nochmal die Kiste rein. Plastik. Super. Und noch ein Barrel. Gut. Dann machen wir schon mal einen Notausgang auf. War sonst hier nichts drin in der Hütte? Nee, gell? An dem Bücherregal hinten war ich. So, sonst ist ja hier nichts drin, ne? Und du hier noch? Komm mal. Ui! Du ein Dice-Set. Awesome, wie geil ist das denn? Ich hau da so beherzt drauf. Es hätte auch sowas anderes sein können. Irgendwas ist zu viel hier. Grain Alkohol. Der Splint ist zu viel, weg damit. Nee, du, den gebe ich nicht mehr her. Für das eine Holz ist auch Wursti. So, gucken wir nochmal ganz oben auf dem Türmchen. Kann man auch zerkloppen, da gibt es auch nochmal 2 Holz für. Tisch gibt 3, ist auch nicht so viel. Eigentlich müssten hier noch Leute sein. Gar keiner da. Oh, jetzt muss ich doch nochmal raus ans Moped. Jetzt muss ich nochmal ins Moped ganz kurz. Das klingt, als schleiche ich hier. Aber das ist nicht so schlimm. So, der ist safe auf jeden Fall. Das hier auch, das ist was Gutes für den Händler. Der freut sich darüber, das weiß ich. Die Federn auch. Military, bisschen Plastik, extra Wood und ein Ei, genau. So machen wir das, so teilen wir das mal auf. Ich habe nicht die Möglichkeit bekommen, jemanden zu erschießen. Ist da oben eigentlich noch irgendwas? Geier? Nee. Jetzt habe ich mich 5-mal gedreht. Ich sehe gar nichts mehr. So, okay. Da wollten wir noch die Pille rausnehmen. Die Stühle. Die Stühle. Du kommst auch gleich dran. Sehr gut. Und da geht's auch nochmal rein. Da geht's nochmal rein. Auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, wenn wir zu Hause wieder sind. Also was heißt zu Hause? Da drüben in der, auf dem Dach. Da müssen wir dann nochmal gucken, ob wir dann die Waffenteile nochmal zusammenschnitzen. 56 Minuten gebrochenes Bein. Leute, ich würde so gerne nochmal zurückspulen. Oh, ist das geil. Hunting Rivel. Eine komplette. Nochmal was zum Reparieren dabei. Geil. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Da oben gucke ich nochmal, ob es noch ein Bird's Nest gibt. Ich glaube nicht. Das Barrel geht nochmal mit. Guten Tag. Nein, gibt es natürlich nichts. So, da gehen wir hier raus. Sehr schön. Oh, geil, geil, geil. Ich freue mich so. Schöner Loot. Da hinten gibt es echt viel Eisen. Die Potatoes nehme ich nochmal mit. Schade, dass man nicht einfach durch Festhalten von eh alle einsnacken kann. Schade, dass das nicht funktioniert. So. Und du? Du kommst mit, genau. Sehr schön. Ich habe immer noch kein Holz, ne? Kann das sein? Also was kann dann noch damit rein? Hier gibt es nochmal ein bisschen Wood. Ich klicke mal hier durch. Dich lutsche ich gleich. Upala. Vielen Dank. Entschuldigung. Das kam von Herzen, mein Freund. Das kommt von der Herzen. Von da sind wir gekommen. Da könnte ich jetzt nochmal gucken, ob es da nochmal... Ob es da nochmal für extra Wood was gibt. Ich glaube, Blaubeeren hatten wir eigentlich genug, oder? Was wir noch brauchen, sind Eier noch ganz viele. Können wir nochmal Kuchen backen. Ich glaube, auch da haben wir jetzt echt genug von dem Kram. Und eigentlich müsste es ja... Guten Tag. Noch einen Händler hier irgendwo... geben. Eigentlich. Da oben ist er nicht. Aber da könnte... Da könnten wir auch nochmal gucken. Hallo. Warte mal. Da fällt mir ein, wir brauchen ja Eier. Oh, schön. Das hat sich doch gleich gelohnt. Ist doch schon eins dabei gewesen. Hier war doch noch eins. Da vorne, genau. Jawohl.
schön die Eier mal eingeschnäckelt. Hier in dem Fortschhaus nochmal gucken. Wollen wir mal reinschauen? Da, natürlich. Jetzt sind wir da, jetzt klopfen wir mal an. Schönen guten Tag. Inspektion, Forge-Inspektion. Was haben Sie hier drinnen? Nix. Ja, dann machen Sie mal weiter, bitteschön. Achso, ich wollte ein bisschen Pistol-Skill. Okay. Oh, eine Nachricht. Eine Nachricht für Herbert. Das muss ich mal gerade mal aufteilen hier ein bisschen. So. So passt das wieder. Wie meint sie das? Ja. Mein Pistol-Skill ist voll für den Hintern. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, warte mal. Das und das nochmal weg. Zwei leere Gläser. Kartoffeln ohne Ende. Die Bierchen, die werden wir brauchen. So. Was mit dir? Okay. Okay, okay. Ich habe ein bisschen Bimmelbammel, dass ich hier gleich überfallen werde. Von der dicken Rita natürlich. Wenn ich nachlade, habe ich mehr davon. Hier ist ja volle Hütte. War nicht einer hier runtergesprungen? Na guck mal, wie läuft der. Die Rita springt in meinen Schuss rein. Hast du es gesehen? So geil kannst du es nicht, ne? Die springt in meinen Schuss und köpft sich damit selber an. Jetzt gucken wir da oben nochmal ganz kurz. Da muss doch noch was drin sein. Oh, hier gibt es noch Plastik. Moin, Tagchen. Das höre ich gerne. Das ist the better sound of... Aber die ist destroyed, die kann man nicht mitnehmen, ne? Schissel. Wiederum, den könnte man mitnehmen. Den könnte man wrenchen, aber ich habe nicht so viel Platz. Da gibt es Big Packs, habe ich gehört. Stopp. Minibike. Au. Voll neigelatscht. Geht da noch was rein? Bisschen Papier. Ja, nicht viel, ne? Das Wood behalte ich, dafür packe ich Hunting weg. Ich packe mal das so ein bisschen eventuell, wie man es finden könnte. Papier ist auch... Ich kann die Hunting doch vielleicht, die Teile von der Hunting, kann ich die nicht zusammenschleudern? Zeig mal her. Shotgun. Assemblieren wir sie doch einmal. Hunting, Hunting. Close. Ist ja erstmal egal, wer wohin. Close, close, close. Siehst du? Jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal richtig schön Platz. Hier ist eine komplette. Hier ist auch noch ein Shotgun-Receiver. Wir hatten doch noch ein Stückchen Shotgun gemacht. Nee, warte mal. Close. Das hier, das da rein. Ach Quatsch, wo bin ich dann? Da muss ich hin. Mensch, sag mir doch. Mensch, Inge. Mach doch sowas nicht mit mir. Die Pfeile könnte ich behalten, das wäre vielleicht sinnvoll. So ist ganz gut, glaube ich. So könnte es passen. So, ich würde aber noch das tauschen, was ich vielleicht öfter noch einsammle. Das da. Genau. Ich will jetzt hier oben nochmal schnell reinluschern. Ui, was ist? Das Moped ist so schnell geworden. Da fahren wir an so viel Birdsnest vorbei. Müssen wir ein bisschen mehr von oben gucken. Weil hier, die Eier, die werden wir ja brauchen, ne? So, hier will ich jetzt nochmal schauen. Da war noch eins, glaube ich. Na super. Na, das ist doch jetzt mal die Idee. Und?
Da wird aus dem Vogelnest einfach mal ein Rucksack. Na super. Nicht auf meinen Kopf. Irgendwo schläft hier einer. Man hört's genau. So. Mach mal den Baum noch weg und dann guck ich doch mal unten rein. So, der Klumpatsch kommt weg. Die Kohle brauche ich jetzt auch nicht. Mahlzeit. Oh, das ist ein nicht gutes Loch, glaube ich. Oder? Komme ich schon wieder raus? Gute Frage. Doch hier. An dem seitlichen Seiteneingang. Jetzt gucken wir mal, ob da einer wohnt. Was habe ich denn dabei? Nix natürlich. Gehen die ohne Woodframes in so eine Höhle des Bösen. Vor allem dem. Eins, zwei, drei. Dann brauche ich noch mindestens noch einen. Hey du, Mäuschen. Sehr gut. Okay. Und der jetzt darunter? Sehr gut. Hier gibt's Moschus. Dich habe ich gesucht. Den Pilz habe ich gesucht. Oh, geil. Da sitzt noch einer. Da oben auf der Kiste noch einer. Guck. Wie viele Pilze das hier gibt. Da gibt es ein richtig schönen Eintopf. Ein Hase ist gerade gestorben. Ich habe es gehört. Die Pilze sind so gut. Sehr lecker. Achso, warte mal. Mit dem Messer könnte man das mal probieren. Kommt da irgendwas anderes mal raus? Ach komm, ist doch Wurstsuppe, oder? Letztendlich ist es doch Wurstsuppe. Die Pilze, die werden... Oh, was bist du hier für eine Anzeige? Hallöchen. Der versteckt sich. Mach mal die Kiste weg. Oh, siehste? Es ist alles viel zu eng wieder. Okay, das haben wir. Okay, das ist da. Jawohl. Und der Typ ist weg, ne? Natürlich. Das Potassium. Brauchen wir das? Oh nein, ist nicht wahr. Oh, oh, oh. Guck mal hier. Wir haben eine komplette Shotgun. Rocket Launcher Schematik haben wir schon. Und einen Komponentenbogen, der gibt richtig awesome. Richtig geil gibt der Zeug. Ich leg mal den Kram rein, den kriegen wir ja sowieso immer zusammen. Ne? Den kriegen wir doch sowieso immer zusammen. So, die Pilze brauche ich alle, bitte. Ja, genau. Es ist immer so, dass da auch was dranhängt an dem Pilz. Also der Stein, den wollte ich nicht. Hier sind noch Pilze. Es ist geil, wie die hier wachsen. Ohne Ende. Da ist noch einer. Überall. Weg damit. Potassium werden wir auch noch brauchen, auf jeden Fall. Ist die Frage. Noch ein Pilz. Habe ich noch ein bisschen Platz? In einem Moped? Na toll. Ein bisschen extra Leder noch? Nein. Brauche ich jetzt nicht. Ich gehe mal gucken, ob ich ein bisschen Platz noch mal in die Mofa habe. Und dann würde ich mal schauen, ob... Wo war denn das Ding? Irgendwo hier unten. Das Ding ist eigentlich relativ wertvoll. Das gibt eigentlich beim Händler richtig schön Asche. So. Hier drüben irgendwo ist das Moped. Und dann müsste ich mal schauen, ob ich... Huch.
Okay. Ich will jetzt erst mal eine Sache machen. Und zwar, das hier will ich mal abbrechen. Was geht noch da rein? Okay. Da ist der. Ich will mal gucken, was der kostet. 78, naja, es geht. Ich dachte, es wäre mehr wert. Ich dachte, es wäre mehr wert. Hunting haben wir nichts mehr, ne? Für die Hunting habe ich nichts mehr. Die 5 Stücke Plastik, glaube ich, die werde ich mal los. Die könnte ich eigentlich mal loswerden. Ja. Da könnte ich nämlich noch ein bisschen Potassium mitnehmen. Ja, oder ich mach so ein Ding nochmal klein. Hallo, Mister. Wie geht's Ihnen so? Schluck auf. Was? Schluck auf, okay. Ich verstehe deine Prämie. Ah, hier haben wir noch einen Scrap. Da haben wir noch einen Scrap. Alles klar. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich hole mir jetzt nochmal das Potassium da unten raus. Wahrscheinlich ist es eine gute Idee nochmal für heute. Und da hängen die Jukas schön lecker dran. Guck mal da. Was dieser Mister hier draußen zu suchen hat, finde ich. So, jetzt keinen Quatsch machen. Nicht sterben. Hoch runter, hoch runter, hoch runter, hoch runter. Oh, Petsnest. So, jetzt gehen wir da nochmal rein. Dann hol ich Potassium und dann ist gut. In der Hoffnung, dass nicht alles hier runterfliegt. Was war das? Aha, aha. Warum war das jetzt so? Weiß das einer? Irgendwas fliegt hier noch durch die Gegend. Was ist denn das, was hier durch die Gegend fliegt? Kommt doch nur Potassium bei raus, oder? Ja doch. Irgendwas war in meinem Sweetie. So. Ich klöppel das noch raus und fahre ich heim. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank für den Loot Run, für den kleinen. Und Cotton, wenn wir nicht... die Spinnenweben meine ich, die brauchen wir nicht dann. Ach, ich bin einfach mal raus hier. Ich wünsche euch was, viel Spaß, schönen Tag noch. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt 7 Days to Die und Home Left. Bye, bye.